Eine Hafenstadt aber unter Wasser, wie geil, Alter. Eine Hafenstadt unter Wasser. Hier baut jemand die gottverdammte krosse Krabbe, Alter. Guck dir diesen Vollidioten an. Wie kann man so dumm sein, Digga? Oh mein Gott, Junge. Ein wunderschönes und herzliches Willkommen zu diesem arschgeilen Community-Event. Der liebe Shortbite Leon und Tobi und Marcel haben sich nochmal zusammengesetzt mit dem lieben Yazaroth und hier gemeinsam als Team wieder was ganz Wildes auf die Beine gestellt. Wir haben heute ein Unterwasser-Event und zwar geht es heute darum, dass ihr alle kleine Fische seid, die im Aquarium schwimmen, à la Montana Black Hintergrundbasis. Also ihr werdet auf jeden Fall alle als Fische nun im Aquarium leben. Es gibt neue Crafting-Rezepte. Ich blende es mal ganz kurz ein, wie man sich da neue Holz-Items und sowas holen kann. Ihr seht hier auf jeden Fall, wir haben neue Crafting-Recipes für euch, meine guten Leute. Die werden auf jeden Fall wild werden. Ihr seht hier definitiv, ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir haben hier quasi dreimal nebeneinander für einen Holzblock, dreimal unten. Ja, ihr kriegt hier die verschiedenen Holzarten. Ich lasse euch das hier oben mal ein bisschen eingeblendet, dass ihr auf jeden Fall gettet, wie man an die verschiedenen Holzarten kommt. Und warum das jetzt für euch relevant ist, das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier ein wunderschönes, großes Biom. Ja, da ist sehr, sehr viel Wasser drin, Leute. Eigentlich an sich nichts Ungewöhnliches. Wenn wir aber jetzt mal ein kleines bisschen weiterfliegen, Leute, seht ihr hier, huch, da kommt eine Glaswand. Und genau das ist Case des Ganzen, Leute. Denn wir befinden uns heute in einem absolut riesigen Aquarium. Wir haben ein ganz klein bisschen Landmasse drin, ne? Ja, da ist nicht viel Landmasse dabei, nur so ein kleines bisschen, ne? Der Großteil des Ganzen befindet sich unter Wasser und das hat folgenden Hintergrund. Denn wenn man an Land ist, Leute, ja, ihr seid ja kleine Meereslebewesen, ja? Sagen wir mal, ihr seid so eine Art Schildkröte, ne? Ihr habt quasi im Wasser perfekte Stromlinienform, könnt euch super geil bewegen, kriegt richtig gut Luft. An Land seid ihr dafür langsam, könnt Sachen langsamer abbauen und noch viele andere Effekte. Leon, was ist das Problem, wenn man heute hier an Land hängt? Warte, darf ich eins sagen? Wenn man nicht gerade an Land ist, ist man in Atlantis. Kannst du das Maul halten, Tobi? Genau. Also, wenn ihr an Land geht, habt ihr maximal 3 Minuten Zeit, sonst sterbt ihr, weil ihr halt, ja, unter Wasser leben sollt. Wenn ihr an Land geht, kriegt ihr auch Effekte, Blindness, Slowness, die Stars. Ihr bekommt auch Damage bis auf ein halbes Herz runter. Tintenfische geben jetzt auch normales Essen, dass ihr da auch an Essen rankommen könnt. Sobald euer Kopf außerhalb vom Wasser ist, dann bekommt ihr Schaden. Richtig, also es heißt, ihr müsst euch größtenteils wirklich im Wasser aufhalten. Klar, wenn ihr meinen wollt, oder sowas, müsst ihr definitiv in den Untergrund und sowas. Dann müsst ihr ja dann schauen, dass ihr da irgendwie Wasser mitnimmt. Aber vergesst nicht, ihr seid Wasserlebewesen. Das heißt, Leute, ihr müsst im Wasser bleiben. Ihr könnt im Wasser unendlich lange atmen und euch im Wasser schnell bewegen. Ne? Ich glaube, das ist so ein Community-Event, was man wirklich mal über eine Woche lang laufen lassen kann, tatsächlich. Weißt du? Mhm. Weil ich mal wissen möchte, wie es später im Aquarium aussieht. Ich würde sagen, wir hauen hier auch mal tatsächlich heute mal 200 Leute auf die Whitelist oder sowas. So, die kommen ja nicht alle gleichzeitig drauf. Ne? Die kommen dann 100 Slots, aber 200 Leute auf die Whitelist tatsächlich drauf. Aber ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall ganz nice. Das hier ist der Spawn, ne? Genau, das ist der Spawn. Oh, wie geil. Guck mal hier, Leute. Das hier ist der Spawn. Wie so ein kleines Haus in so einem Aquarium. Das wäre mega. Hier mit cool, uns so, als Taucher in so Glasdingern drin. Sehr cool, Mann. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Ihr seht hier unter Wasser gut. Ihr bewegt euch schneller. Ihr baut schneller ab. Also alle Gründe, unter Wasser zu bauen, Leute. Okay? Bikini Bottom bauen. Bro, wie wild. Baut SpongeBob alles. Gönnt euch rein. Wir sind 104 von 100 Spielern drauf. Dann würde ich sagen, können wir sofort rüberhasseln und checken mal aus, wie sich das Ganze verhält. Willkommen in der Aquawelt. Bro, die schwimmen hier alle ganz wild und weit raus. Ihr seht hier oben, wie gesagt, eingeblendet, wie ihr tatsächlich hier im besten Fall an Holz und sowas kommt. Ich gehe auch mal ganz kurz in den Game Mode 1 und schaue mich mal ganz kurz selber um in den Game Mode 0. So, ich gehe mal ganz kurz an Wasser, an Land und ihr seht es jetzt hier. An Land ist man ultra langsam, Leute. 180 Sekunden nur Zeit. Man baut ultra langsam hier die Blöcke ab. Ihr seht das, Leute. Es lohnt sich gar nicht, an Land zu sein. Man kriegt Hungereffekt, man kriegt alles. Und sobald ich im Wasser bin, bin ich ein richtig fröhliches Nagetier, was? Ein richtig fröhliches Meerschweinchen, ein Krebs, irgendwas, was im Wasser halt geht. So, wenn ich jetzt mit dem Kopf unter Wasser bin, seht ihr es hier, Leute, es ändert sich sofort und ich bin viel, viel freier. Ich habe aber tatsächlich Night Vision, genau, ich habe Night Vision drin, Leute. Ich habe Water Breathing, Dolphins Grace, ich bewege mich schneller und man kann sich hier im Wasser definitiv unendlich lang aufhalten. Wenn ich aber wieder nach oben schwimme, meine Freunde, eieiei, dann geht sofort wieder los und ich fange an zu verrecken. Also auf jeden Fall, wildes Konzept. Riesige Shoutout an Leon an der Stelle. Das ist echt extrem gut gemacht, Mann. Wirklich, wirklich geil. Und natürlich sind Meerschweinchen Wassertiere. Klar, das sind Meerschweinchen. What the f***? Also was wollt ihr? Wir schauen jetzt einfach mal, wie das Ganze sich hier weiterentwickelt. Und ich würde mich echt freuen, wenn hier Bikini Bottom oder sowas gebaut wird. Vor allen Dingen jetzt hier mit den ganzen Unterwasser-Caves, Tobi, ne? Guck mal, ja, ja. Die kann man jetzt so richtig geil erforschen halt auch tatsächlich, ne? Und
Ich töte mal ganz kurz einen Tintenfisch, um euch zu zeigen. Oder kannst du mir gleich ganz kurz einen bei mir spawnen? Wenn ich jetzt einen töte, Leute, gibt es dafür auch was zu essen. Und zwar unlogischerweise Fleisch, aber es gibt was zu essen. Sie droppen jetzt Schweinefleisch, also auch ganz geil. Man muss sich dann auch keine Sorgen mehr machen, dass es nichts mehr zu essen gibt. Ne? Also das heißt, ihr seid alle gut versorgt. Man kann hier sicherlich unter Wasser keine Farmen bauen und es wird vielleicht zu Essensproblemen kommen. Aber wir spawnen immer wieder regelmäßig Tintenfische und irgendwann spawnen die auch von alleine wieder, ne? Ja. Vergesst, wie gesagt, nicht, dass ihr den ganzen Seetang hier nicht einfach nur abfarmt, sondern auch wieder neu anpflanzt, denn sonst seid ihr lost und habt nichts mehr zu essen und verreckt alle. Das müsst ihr auf jeden Fall selber gucken, ihr seid für euer Aquarium hier zuständig, ja? Und im Großen und Ganzen echt cooles Ding. Also ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt, wenn wir tatsächlich das komplette Aquarium voller Gebäude und Leute haben. Wird auf jeden Fall eine wilde und heftige Nummer, nehme ich an, oder Tobi? Oh ja. Ich fände es so geil, wenn sich alle so einen Fischskin reinmachen würden, ne? Diesen Trimax Lost Skin. Guck mal, ihr baut einfach gerade hier mal ein Haus unter Wasser. Wie geil ist das bitte, dass das geht? Ist der Nether ist natürlich aus, ne? Der Nether ist aus, ja. Ja, wäre ein bisschen lost halt im Nether irgendwie. Das Nether und Wasser. Schwierig. 200 Leute sind gewitelistet. Und dann schauen wir hier gegen 12 Uhr nochmal rein, was sich nach 6 Stunden im Minecraft-Aquarium getan hat. Dann nach 48 Stunden und dann nach einer Woche mal. Ne? Tobi, was sagst du dazu? Was sich nach 6 Stunden im Aquarium getan hat. Bloodrun YouTube ist die ganze Zeit hier am Bimmeln, Bro. Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst, aber sau interessant. Baut euch auf jeden Fall was auf und wir sehen uns dann um 12 Uhr zur Sonnenwende pünktlich wieder, meine Freunde. Sayonara. Arrivederci, buona sera. 12 Uhr Mitternacht. Dann schauen wir noch mal ganz kurz, was die Community in der Zwischenzeit so angestellt hat. Alter, die haben ja wirklich eine komplette Stadt hier unter Wasser gebaut, sag mal. Die sind hier gut am Aufbauen. Erst recht, wenn du mal hier zu mir kommst. Team Bambus haut hier eine komplette Atlantis-Stadt. Bro, what the f***? Warte mal ganz kurz. Ad Bambus Moment, soll sie nennen. Soll sie heißen. Oh, cringe it in, Junge. Wie heißt das, der Laden? Ad Bambus wollen sie nennen. Er kann dich zu mir teleportieren. Ja, Junge, holy f***, Alter, ich seh's schon. Bro, ganz, ganz wild mal wieder, Alter. Ja, schon einiges. So in kleinen Gebäuden, sogar teilweise in den Bergen entstanden. Ja, holy f***, Mann. Bro, ziemlich, ziemlich wild. Also die hasseln die auf jeden Fall ordentlich rein, Mann. Hm. Hier entsteht aber auch eine fette Hütte, Alter. Hier wird eine Hafenstadt gebaut. Ja, cool, finde ich auch. Eine Hafenstadt aber unter Wasser. Wie geil, Alter. Eine Hafenstadt unter Wasser. Nice one, nice one. Oh, Digga, hier auch. Schön durch die Scheibe, dass man sehen kann. Hier, guck mal hier. Ja, jetzt jemand so einen Felsen gebaut. Echt? Mit Korallen drauf. Wie geil, Mann. Okay, das ist wirklich cool, Alter. Ehrlich. Sehr, 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 sehr dope. Wir haben alle so am Rand so kleine Häuser gebaut. Richtig süß, Mann. Sehr, 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 sehr stark, Mann. Wirklich sehr, sehr cool. Häuser teilweise dazwischen. Achso, dass die Leute hier teilweise rausgehauen haben, Mann. Oh, teilweise. Lost, also hier am Spawn direkt ist so eine kleine Hütte, die wassergefüllt ist. Aber warte mal, das Ding hat gar keine Tür. Hä? What the f*** ist das? Ach, du kommst das ist von mein Haus rein. Oh, Junge, ja, Junge. Achso, so. Ah, okay, das ist so Fischtank-mäßig, wo man nach oben schwimmen kann. Ja, okay, das ist funny. Hier, der Typ ist ja mal absolut gestört, Mann. Ich weiß nicht, was das hier soll, Bro. What the f***? Aber hier entstehen auf jeden Fall eine Menge nice Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier sieht auch ganz wild aus. Also bin mal gespannt, wie das dann im Ende alles aussieht hier, wenn die Jungs hier fertig sind. Bro, hier baut jemand die gottverdammte krosse Krabbe, Alter. Als ob, wie geil. Holy f***, Bruder. MK1, also der will noch mehrere machen, oder Bro, wie? Bro, warte. Den muss ich supporten, den Bro. Den muss ich supporten. Bro, ganz kurz, ich gebe dir jetzt ganz kurz alles, was du brauchst, damit du hier noch die Ananas von SpongeBob bauen kannst und alles weitere. Digga, ich will sehen, wie hier Bikini Bottom steht. Du hast keine Schule mehr ab heute. Okay. Hier, Bro, hier kannst du den Abfalleimer mitbauen, dieses Ding von Plankton. Auch Thaddeus Haus kannst du bauen, hier aus Steine. Luca, grind es rein, Junge, grind es rein. Ehre, 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 Ehre. Geiler Fortschritt, schon cooler Progress hier, was hier echt entsteht. So ein paar Normie-Hütten, aber doch wirklich ein sehr kreativer Ansatz. Hier ist eine ganze Schilderwand, die irgendwie Papa Platte und erweift ist. Das passt, das ist super. Erlaubnis baut hier gerade auch nochmal. Ah, Junge, nein, der hat hier einen Fisch beerdigt, der Lost Boy. Okay, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein nicer Progress, den wir hier haben, definitiv. Ja, einiges, was sich schon entwickelt hat. Natürlich schauen wir mal morgen früh wieder rein. Ihr könnt natürlich wieder die ganze Nacht durchgrinden. Ne? Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Oh, die haben ein Aquarium. Was ist das denn? Im Aquarium. Komplette Underground-Base mit Farben auch dazu. Wir gucken mal ganz kurz, was Don Balbano macht. Revi, wollen Sie in meinen Clan? Ist auch pink. Hallo Revi, ich wissen, dass Sie mich hassen, aber es ist mir egal. Ich wollte fragen, ob du Lust hast auf eine Aufnehmung mit mir. Ich Revi ein paar Abos, YouTube, Don Balbano und nimm meine Twitch an. Revi, ich hoffe, du bekommst Babys. Don Balbano, du brauchst wirklich professionelle Hilfe, Bro. Ich schaue mir morgen an, wie das hier aussieht, Leute. Ich bin gespannt. Ich check morgen mit Tobi nochmal rein. Und wir sehen uns dann morgen immer wieder, meine Freunde. Peace out. So, Leute, es ist jetzt 11 Uhr.
1:25 in der Frühe. Also der Server war jetzt um die, sagen wir mal, glaube ich, so 8-9 Stunden war der live. Und wir sehen hier auf jeden Fall eine Menge. Wir sehen hier auf jeden Fall Atlantis unter Wasser. Also das ist ganz, ganz wild hier. Tobi ist auch gerade mit dabei. Wir sehen hier die krosse Krabibbe, die hier gerade gebaut wird. Wir haben zweimal die krosse Krabbe. Guck mal, hier ist sie einmal. Ja. Und hier ist sie nochmal. Okay. So, what's this? Ich habe gestern einem Typen sau viele Materialien gegeben, dass der komplette krosse Krabbe und sowas hat er ja schon gebaut. Er soll dann auf jeden Fall hingehen und noch den Rest bauen. Er hat aber hier nur die krosse Krabbe gebaut und nicht mehr. Was soll das? Eine einzige Enttäuschung, dieser Junge. Und hier ist nochmal eine. Wir irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute irgendwie so ein Fetisch für die krosse Krabbe. Hier hat sich jemand, komm mal her, Tobi, tippe dich mal zu mir. Jo, warte. Hier hat sich jemand ein Boot gebaut, voller Wasser. I mean, lol. Why not so? Macht Sinn. Nicht. Also ist ja nicht so, als könntest du einfach unter Wasser bauen. Das hier ist ganz wild. Guck mal hier, Digga. Hier baut jemand so eine riesige, Tempelanlage. Guck mal, wie geil diese Häuser hier unter Wasser sind. Wie geil, Alter. Schau mal hier. Die ist ja komplett andere Welt hier unter Wasser, ne? Ja, Tobi, das ist halt, weil es unter Wasser ist, ne? Also, Emily macht halt Kekse. Nicht oben. Hier, ja, ganz genau. Emily macht Kekse, ein sehr, sehr schönes Haus hier gebaut. Hier steht Revinzeit einfach im Wasser. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot das gebaut hat. Die bauen sogar hier unter Wasser Straßen. Guck mal, siehst du das? Ja, Ist eigentlich sau dumm, weil ihr könnt alle schwimmen. Also, was zum Teufel ist mit euch? Aber die Stadt ist ja untergegangen. Damals war ja hier noch Straße, weißt Tobi, du? Tobi, das ist ein Aquarium. Ja, Revis damals... Geldhaus, Ausrufezeichen Prime. Jedes Aquarium hat damals einen Anfang gehabt, weißt du? Halt deine Schnauze. Oha, Tobi, oha. Uff. Bro, what the f***? Der Bau von Split. Liebe dich, Revi. An Revi. Ich fahre seit 6 Jahren, bin 14 Jahre mache, um mein Ziel groß zu werden, damit Leute verzweifeln, dass sie wissen, dass ich einen Traum nicht mir ein Leben träumen will. Bro, Rechtschreibung absolut im Arsch. Aber der Spirit zählt auf jeden Fall. Bekomme ich einen Penny, ist geil. Burger King für... Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber sieht echt geil aus, Bro. Ich kann diese Schilder nicht entziffern. Das ist absolut schwierig. Bro, guck mal, wie viele Fische hier sind, Bro. Lol. Digga, what the f***? Hier ist ein Aquarium, was erwartest du halt, ne? Schau mal hier dieses Haus, Tobi. Boah, okay, das ist wirklich wild. Vor allem finde ich es halt geil, dass es so ein kleines Stück weit rausschaut. Hier hat sich jemand eine Modern Villa gebaut, auch nicht schlecht. Guck mal, hier vorne hat es auch noch richtig viel. Oh, Digga, das ist schon geil irgendwie, ne? Aber die hätten alles auf einem Fleck irgendwie machen sollen. Das ist so richtig guck mal, eine fette Stadt da. Guck dir diesen Vollidioten an, Tobi. Guck dir diesen Vollidioten an. Bro, ich sage Aquarium-Event, er baut eine Sky-Insel voller Wasser. Wie kann man so dumm sein, Digga? Ich habe ja gesagt, wir lassen den Server auf jeden Fall ein bisschen länger laufen, so dann eine Woche oder zwei, Leute, dass wir mal gucken, wie das Ganze dann hier voll quasi aussieht. Jetzt ganz ehrlich, Tobi, was soll das hier? Ja, hier wollte das jemand wir raus, jetzt, oder? Hier wird nicht aus dem Aquarium, wird es hier nicht abgehauen. Mach das mal, war ein schlauer Fisch, wir müssen, ne? Ja, Digga, mach mal hier schlecht Drain, damit das hier wieder weggeht. Stell dich mal ins Wasser rein, das schlecht Drain. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier keine Fische, die rausgehen, Over. Okay, der wacht auf und was ist denn... Ja, nee, das passt... Oh mein Gott, Junge. Kannst du Undo machen? Hat keiner mitbekommen, ne? Digga. Ja, Leute, auf jeden Fall all in all richtig, richtig stark. Ich finde es wirklich cool. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Mann, wir warten auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Und freuen uns auf jeden Fall hier auf weitere Entwicklungen im Aquarium. Nicht wahr, Tobias? Oh, ich freue mich. So sieht's aus, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, das Aquarium-Event, lasst einen Daumen nach oben da. Wir schauen in 48 Stunden noch mal rein, wie das hier aussieht. Und dann in einer Woche noch mal. Also, das ist Minecraft Aquarium. Es läuft. Und ich bin an der Stelle raus. Tobias, hast du noch was zu sagen? Oh, schau, schönen Tag euch, sag ich mal. Auf Wiedersehen, okay? An der Stelle. Mach's gut, mein Guter. Wir hören ciao. Uns. Ciao, ciao, Leute.